Auch bei der Schneeräumung ist die Effizienz das Maß aller Dinge. Mit dem Einsatz von leistungsstarken Geräten spart man nicht nur Muskelkraft, man kann die Straßen, Wege und Plätze auch in kurzer Zeit vom Schnee befreien und so schnell für ihre eigentliche Nutzung wieder bereitstellen. Auf einer extra präparierten Eisfläche beim Davoser See stellten die John Deere-Importeure in Matra sowie deren Mutterhaus Robert Abbey an zwei Tagen die umfangreiche Winterdienst-Produktpalette von Herstellern wie John Deere, Volvo, Kalbacher, Zaug und weiteren vor. Einfach aufsitzen und jedes der 37 Geräte auf einer Fläche von 5 Fußballfeldern testen. So lautete die Devise. Dass dabei natürlich auch der Fahrspaß der insgesamt 500 anwesenden Personen nicht zu kurz kam, verstand sich von selbst. Angefangen von den Rasentraktoren in verschiedenen Größen und Leistungsklassen, über die geländegängigen Gartor-Fahrzeuge mit kleiner Ladebrücke und die kompakt gebauten Kommunaltraktoren bis hin zu den vor allem in der Landwirtschaft eingesetzten Traktoren der Baureihen 6 und 7, letztere mit über 300 PS Spitzenleistung, war ein repräsentativer Querschnitt des breiten Fahrzeugprogramms von John Deere zu sehen. All diese Fahrzeuge waren mit Schneepflügen, Schneefräsen, Salz- und Splittstreuern der Hersteller Kalbacher, Zaug, Matev, Boss oder aus dem Hause John Deere selbst versehen. Bei den Kommunaltraktoren interessierte insbesondere das Modell 3720. Es ist das Zugpferd von John Deere in diesem Sektor und der meistverkaufte Traktor in den Schweizer Kommunen. Die Kabine wird bereits original im Werk aufgebaut und kann mit einer Klimaanlage versehen werden. Der hydrostatische Antrieb ist elektrisch geregelt. Dank dieser Load-Match-Funktion wird die Motordrehzahl auch bei harten Zapfwellenarbeit konstant gehalten, während das hydrostatische Getriebe entsprechend lastabhängig geregelt wird. Der 3720 ist mit einem Dreizylindermotor von Yanmar ausgestattet, der 45 PS Nennleistung aufweist. Im oberen Segment der Traktoren fand das Modell 6125 in der Premium-Ausführung mit stufenlosem Getriebe große Beachtung. Dieser Traktor war mit einem Kalbacher V-Pflug ausgestattet. Die geräumige und leise Kabine basiert auf 4 Pfosten und bietet so eine gute Übersicht. Robert Abbey, Volvo-Importeur und Mutterhaus von Matra, war mit einigen Radladern und einem Skid-Steer-Packer vertreten. Diese Geräte zeigten auf, dass man solche Baumaschinen neben dem Baustelleneinsatz gut auch für Arbeiten im Winterdienst verwenden kann.